Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Wenn ihr euch einen neuen Rechner oder ein neues Laptop gekauft habt und da ist Windows 10 oder Windows 11 drauf und das ist nicht so richtig schnell, das ist langsamer als ihr gedacht habt. Oder wenn ihr ein altes Notebook habt oder auch einen alten Rechner, dann zeige ich in diesem Video mal, wie man Windows 10 und Windows 11 schneller machen kann. Hier auf diesem Rechner, da ist Windows 11 installiert, funktioniert bei Windows 10 aber genauso. Und wenn euer Rechner langsam ist, dann sollte man zuerst mal überprüfen, welche Programme da alles mitgestartet werden im Autostart, wenn man Windows startet. Um den Autostart zu verwalten, um zu gucken, was für Programme sind da jetzt hier, die im Hintergrund laufen, direkt nach dem Hochfahren, da kann ich hier den Task Manager aufrufen. Das geht, wie man eben gesehen hat, indem man hier mit der rechten Maustaste auf dem freien Platz in der Taskleiste klickt und dann hier den Task Manager aufruft. Oder alternativ kann ich auch hier Steuerung, Shift und Escape auf der Tastatur drücken und da kriege ich den auch angezeigt. Hier im Task Manager, da sieht man alle Programme, die da laufen und wie viel Prozent der CPU-Leistung die verbrauchen. Hier oben zu sehen, das ist ganz wenig bei diesem PC, 3%, 4%. Und das schwankt immer so ein bisschen. Der Editor, der läuft hier im Hintergrund, der belegt 0%, der Firefox Browser 2,4, 2,3. Der Task Manager selber, den ich hier laufen habe, der braucht 0,8%. Hier unten sieht man noch so ein paar Hintergrundprozesse, da komme ich gleich mal zu. Und hier auf der linken Seite, da gibt es Startup-Apps, klicke ich mal drauf. Und das sind die Apps, die direkt beim Einschalten des PCs, beim Starten von Windows 10 oder Windows 11 mitgestartet werden. Bei diesem PC, da wurde gar nicht viel installiert und schon sind dabei hier Microsoft Edge. Der wird hier automatisch hochgefahren, aktiviert, aktiviert, aktiviert. Dann habe ich hier unten noch drei Programme, Terminal, Xbox, App Services und hier Smartphone Link. Die sind deaktiviert und das kann ich hier entsprechend alles einstellen. Klicke ich mal drauf und klicke hier auf aktiviert, rechte Maustaste drauf, deaktivieren. Und dann wird hier OneDrive beim Starten von Windows nicht automatisch mitgestartet. Da können bei euch natürlich noch jede Menge andere Programme drinstehen. Das sind sehr gerne Druckertreiber, die hier mit drin sind oder irgendwelche andere Software, eben auch Bloatware, die beim neuen Notebook ja wirklich gerne drauf ist. Irgendwelche vorinstallierten Virenscanner können das sein, irgendwelche Systemoptimierer und die kann man an dieser Stelle hier deaktivieren. Deaktivieren heißt aber nicht, dass die gelöscht sind. Das heißt, die können sich auch wieder aktivieren und wie man die löscht, das zeige ich dann gleich. Ich klicke hier oben wieder auf Prozesse drauf und dann sehe ich hier diese CPU-Auslastung, die ist ja recht gering. Und ich habe hier mal eine kleine App installiert, CPUZ, die kann ich mal aufrufen. Und auch ein ganz kleines Programm kann eben die CPU oder das gesamte System, den neuen PC, das neue Notebook, das neue Laptop ganz stark auslasten. Und jetzt habe ich hier CPUZ gestartet. Sieht man hier, belegt auch nur 0,3% der Prozessorleistung. Aber ich kann hier zum Beispiel ein Benchmark mal starten. Und da sieht man, da geht eben hier die Auslastung ganz stark nach oben, 96%. Und das Ganze durch einen Mausklick. Und das kann natürlich auch jedes andere Programm machen. Jeder Druckertreiber, jede andere Bloatware, die im Hintergrund läuft. Also muss man das hier immer mal im Auge behalten. Hier auf der linken Seite, da gibt es noch den Punkt Leistung. Klicke ich drauf und da sieht man dann auch hier, wie die Auslastung der CPU war. Und das ist meist relativ niedrig, wenn man so ein paar Programme gestartet hat. Also wenn eure Auslastung ganz weit oben ist, dann überprüft mal die Software, die hier installiert ist. Der nächste Punkt, das sind die Dienste. Die Dienste, die mit Windows gestartet werden, die laufen eben parallel zu den gestarteten Apps, die man hier oben sieht. Hier gibt es verschiedene Hintergrundprozesse. Das sind 31 hier auf diesem PC. Das können aber noch viel, viel mehr sein. Da sieht man zum Beispiel von Google auch irgendwelche Dienste, die da im Hintergrund laufen. Da sind auch gerne Update- und Upgrade-Dienste. Das können aber natürlich auch kleine Programme sein, weil Dienste sind nichts anderes letztendlich als Programme von Grafikkarten, von Druckern. Das können irgendwelche Druckertreiber sein. Da gibt es hier eben auch Windows-Prozesse und da gibt es jede Menge von. Und das kann man ein bisschen einfacher sich anschauen. Da klicke ich hier unten drauf, tippe hier oben auf MS-Config und das gibt es bei Windows 10 und bei Windows 11. Das ist dann diese App und so sieht die dann aus. Ich verkleine mal das Fenster im Hintergrund, sieht man das ein bisschen besser. Und da gibt es hier den Reiter Dienste. Und da werden alle Dienste angezeigt. Das ist noch eine klassische App, die es so bei Windows 7, Windows 8 gab. Und die hat einen Vorteil, da kann ich alle Microsoft-Dienste ausblenden. Klicke ich hier drauf
Und dann sehe ich jetzt alle Dienste, die im Hintergrund laufen, die nicht von Microsoft sind. Das wäre dann hier eben ein Dienst von Mozilla. Das ist wahrscheinlich ein Update-Service, ein Update-Dienst. Dann gibt es hier diese Google-Update-Dienste, Google Chrome. Und da laufen sogar drei von, obwohl Google Chrome hier gar nicht geöffnet ist, aber installiert. Also Google Chrome habe ich hier zwar auf dem Desktop liegen, aber nicht gestartet. Und die Dienste laufen trotzdem. Da sieht man eben, je mehr Programme man hat, desto mehr Dienste können im Hintergrund auch laufen, auch wenn man die Programme selber gar nicht startet. Und hier oben habe ich noch einen Dienst von der Grafikkarte. Hier ist eine AMD-Grafikkarte eingebaut. Und da läuft auch ein Dienst im Hintergrund. Und das kann natürlich bei euch viel länger sein. Hier können noch irgendwelche Virenscanner stehen, irgendwelche Druckertreiber, Scannertreiber, vorinstallierte Programme, auch Tastaturtreiber können das sein. Und die können ja wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn ich das nicht haben möchte, kann ich das zum Beispiel einfach hier so deaktivieren und klicke hier unten dann auf Übernehmen hier oder dann auf OK und kann den Rechner dann auch neu starten. Ich kann auch diese Dienste nochmal anderweitig aufrufen. Da tippe ich hier ein services.msc und dann kriege ich hier dieses Programm angezeigt, services.msc. Das sind diese Zahnräder. Da klicke ich mal drauf und da ist eben noch eine dritte Möglichkeit, so Dienste zu verwalten. Da kann ich mir die Dienste hier angucken, aber hier kann ich die Microsoft-Dienste nicht ausblenden. Das ist der Nachteil. Also hier muss ich genau wissen, was ich suche. Und kann, wenn ich der Meinung bin, dass ein Dienst das Gerät hier zu stark belastet, den auch hier deaktivieren. Hier zum Beispiel wie diese Google-Dienste. Und da kann ich hier so draufklicken, Doppelklick und dann kann ich hier den Starttyp ändern. Da kann ich dann aus manuell automatisch machen oder eben auch deaktiviert. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich alles, was ich hier deaktiviere oder auch lösche. Das kann natürlich bedeuten, dass irgendwas anderes nicht mehr funktioniert. Irgendeine Netzwerkkarte zum Beispiel oder irgendeine Grafikkarte zum Beispiel oder irgendein Drucker kann dann nicht mehr funktionieren. Oder im schlechtesten Fall kann natürlich auch sein, dass Windows nicht mehr richtig arbeitet. Also hier muss man genau wissen, was man tut. Sicherer ist es eben beim nächsten Punkt, eben komplette Programme und Apps zu deinstallieren. Da rufe ich hier die Einstellungen auf mit der Windows- und I-Taste. Dann habe ich hier links die Option Apps, klicke ich drauf und dann hier sieht man die installierten Apps und da sind gar nicht mal so wenige. Ich scroll einfach mal runter und hier habe ich wirklich nicht viel installiert. Viel kommt auch von Microsoft und Microsoft installiert auch automatisch im Laufe der Benutzung noch Apps dazu. Gerade über Updates und Upgrades kommen da noch Apps dazu. Da gibt es hier dann zum Beispiel die Wetter-App. Also wenn man die nicht braucht, kann man die auch deinstallieren. Hier hat Microsoft noch Office installiert. Das ist nicht die vollständige Office-Version, sondern nur sozusagen eine Köder-Version. Damit man die Vollversion kauft, kann ich hier deinstallieren über diese drei Punkte und weg ist es. Und genauso könnt ihr das machen, wenn ihr ein neues Notebook gekauft habt oder einen neuen PC gekauft habt mit Bloatware, die da drauf ist, irgendwelche Sachen, die der Hersteller da schon vorinstalliert hat, eben irgendwelche Tuning-Programme oder sowas. Und einige Sachen kann ich deinstallieren, andere nicht. Microsoft OneDrive zum Beispiel kann ich deinstallieren. Klicke ich hier drauf und es dauert normalerweise auch nicht besonders lange, je nachdem natürlich, wie groß eben die Anwendung ist. Die Cortana-App, wie sie hier drauf ist, die war ja früher im Betriebssystem mit eingebunden bei Windows 10. Dann wurde eine App draus und jetzt kann ich die aber auch nicht deinstallieren. Das ist an dieser Stelle aber ganz normal. Und da muss man sich eben die Sachen raussuchen, die man selber nicht braucht und auch nicht installiert hat und die wahrscheinlich eben das System ganz stark verlangsamen. Also irgendwelche großen Installationen oder vorinstallierten Apps. Jetzt kann es natürlich sein, dass auf so einem PC eine Malware oder irgendein Virus drauf ist und bei Windows 10 und bei Windows 11 ist tatsächlich auch so eine Art Virenscanner dabei. Da tippt man einfach ein MRT und dann kriegt man das hier angezeigt. Das ist so ein Monitor mit einer Bürste. Klicke ich drauf und das ist das Microsoft Windows Tool zum Entfernen bösartiger Software. Da kann man seinen PC auf jeden Fall schon mal direkt scannen. Da braucht man auch sonst erstmal keinen Virenscanner zu installieren. Microsoft weist aber darauf hin, dass dieses Tool hier nicht anstelle eines Antivirus-Programms verwendet werden soll. Deswegen haben sie es vielleicht auch ein bisschen versteckt. Ich klicke hier auf Weiter, dann habe ich hier Schnellprüfung, vollständige Prüfung und da kann man seinen PC einmal komplett scannen nach den Programmen, nach der Malware, nach der Schadware, die eben von Microsoft erkannt wird. Und da sieht man hier schon 3000 Dateien überprüft. Und hier unten infizierte Dateien 0 und das sollte bei diesem PC auch so bleiben.
Hier in diesem YouTube-Video, den Link blende ich hier oben mal ein, da habe ich hier gezeigt, was Microsoft noch für andere sozusagen versteckte Programme eben und Tools bei Windows dabei hat. Und das sind hier diese, da sind jede Menge dabei, mit denen man seinen PC überprüfen kann. Da wird auch dieses Programm MRT-X, also dieser Scanner, nochmal erklärt. Schaut es euch einfach mal an. Ein ganz wichtiger Grund, warum ein PC langsam ist, gerade wenn man sich einen neuen PC oder ein neues Laptop gekauft hat, das sind die Updates, das sind die Upgrades. Und ich rufe mal die Windows-Einstellungen auf und scroll mal hier nach unten. Die sind mittlerweile so ein bisschen versteckt, finde ich. Windows Update klicke ich mal drauf. Und wenn solche Updates im Hintergrund liegen und noch nicht installiert wurden, dann kann es tatsächlich sein, dass Windows 10 oder Windows 11 langsamer werden. Das ist mir schon oft aufgefallen. Gerade bei Notebooks ist das der Fall, bei Desktop-PCs eigentlich weniger. Wenn ihr euch einen PC oder einen Laptop neu gekauft habt, dann ist es ja meistens so, dass diese Geräte schon ein halbes Jahr, vielleicht auch sogar ein Jahr, irgendwo in einem Lager gelegen sind. Und da gibt es natürlich keine Updates und das macht der Verkäufer meistens auch nicht. Das ist Aufgabe des Kunden dankenswerterweise. Das heißt, man kauft sich ein neues Notebook und es lag irgendwo ein halbes Jahr irgendwo auf Lager und dann schaltet man es ein. Das Erste, was das natürlich macht und machen muss, das sind eben diese Updates. Und wenn man das nicht hier per Hand macht, dann kann es eben sein, dass es im Hintergrund gemacht wird, was den PC oder das Laptop natürlich super langsam macht. Hier in diesem Fall ist es tatsächlich nur ein Update und das ist hier das KB5018496. Und das kann ich runterladen und installieren. Mache ich auch mal nach diesem Video. Das dauert hier mit Sicherheit auch wieder eine halbe Stunde. Und wenn bei euch hier aber mehrere Updates anstehen, das können auch hier ein halbes Dutzend, verschiedene Updates sein, gerade eben so Security-Updates oder Updates für eben die Virendefinitionen. Und die werden im Hintergrund immer so ein bisschen runtergeladen. Dann wird Windows 10 oder Windows 11 natürlich super langsam. Und da sollte man am besten alles beenden. Hier alle Updates installieren, also hier draufklicken, den Rechner neu starten. Und nochmal nach Updates kontrollieren und wenn dann alles okay ist, dann weiterarbeiten und nachschauen, was eben, wenn das Gerät noch langsam ist, der Grund dafür sein könnte. Gerade wenn man ein ganz einfaches Notebook hat, sich ein neues einfaches Notebook mit einem Celeron-Prozessor oder irgendeinem Gold-Prozessor gekauft hat, dann kann sein, dass eben gerade bei der Grafik gespart wurde bei solchen Geräten und dass es von Vorteil ist, wenn man hier in Windows irgendwelche Animationen abschaltet. Wenn ich das Fenster hier verschiebe, das größer und kleiner mache, da sind dann immer noch so ein paar Animationen da, an die hat man sich teilweise so gewöhnt, dass man das gar nicht mehr sieht. Und die kann man ganz einfach abschalten. Da kann ich jetzt hier die Einstellungen aufrufen und scroll nach unten. Da klicke ich hier auf Info und dann habe ich hier einmal die Geräte-Infos, was für ein Prozessor ich habe. Und hier gibt es die erweiterten Systemeinstellungen. Das ist hier unten rechts zu sehen und da klicke ich drauf. Da habe ich dann dieses Fenster. Ich kann das Hintergrundbild mal minimieren. Und das kennt man wahrscheinlich von Windows 8, von Windows 7 auch schon. Da gibt es hier den Punkt Erweitert und da habe ich hier Leistung, visuelle Effekte. Und da klicke ich mal drauf und da gibt es jede Menge Sachen, die ich eben abschalten kann. Da habe ich hier zum Beispiel Animationen beim Minimieren und Maximieren von Fenstern. Die sind jetzt aktiv und die kann ich eben deaktivieren. Animationen auf der Taskleiste, das brauche ich nicht. Das spart alles Rechenzeit, eben gerade auf ein bisschen älteren Geräten oder auf neuen, leistungsschwächeren Geräten, gerade eben Notebooks und Laptops, die so 300 Euro gekostet haben, 400 Euro. Die haben meist nur eine einfache Grafikkarte. Da kann ich das hier zum Beispiel auch deaktivieren. Oder irgendwelche Schatten kann ich ausschalten. Wenn man einen aktuellen PC hat, dann ist es meistens nicht relevant. Dann kann ich das hier auch so lassen. Aber wenn ihr ein älteres Gerät habt oder eben leistungsschwächeres, probiert das mal aus. Wenn eure Grafikkarte auch nicht so besonders leistungsfähig ist, dann kann man auch hier die Einstellung nochmal aufrufen bei Windows 10 und Windows 11. Und da klicke ich hier links auf Personalisierung. Dann kriege ich das hier angezeigt und scroll mal nach unten. Da habe ich hier Farben. Da habe ich auch die Transparenzeffekte. Da klicke ich drauf und die kann ich hier auch ausschalten. Und dann kann es natürlich sein, dass eben auch eine leistungsschwächere Grafikkarte wesentlich flotter hier irgendwelche Bilder und Fenster darstellt. Ein anderer Punkt bei neuen Laptops, bei neuen PCs, genauso wie bei älteren Geräten, ist natürlich, dass so eine SSD, die da eingebaut ist, so ein Datenträger, so ein Laufwerk kaputt sein kann. Das muss bei neuen PCs ja nicht ausgeschlossen sein. Und das kann man testen. Es kann natürlich auch sein, dass die SSD oder die Festplatte okay ist, aber eben das Windows selber defekt ist, dass da Systemdateien fehlen. Da zeige ich mal, wie man das prüft.
Da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten, wie man seinen Datenträger überprüft auf Defekte oder eben auch auf fehlende Systemdateien. Da habe ich einmal hier den Explorer geöffnet, da nehme ich meinen Datenträger C. Hier ist C und D, da muss man alle eben durchgehen, klickt mit der rechten Maustaste drauf, klickt dann auf Eigenschaften und dann kriege ich hier eben die Eigenschaften vom Datenträger angezeigt. Klicke hier oben auf Tools und da kann ich eben hier draufklicken und kann den Datenträger überprüfen. Hier steht komischerweise immer eigentlich keine Überprüfung erforderlich, kann ich aber trotzdem scannen das Laufwerk, klicke ich dann hier unten drauf. Die Anzeige, die da kommt, die ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal steht da 10 Sekunden, dann wieder eine Minute und zack, dann ist es dann doch fertig. Laufwerk wurde erfolgreich gescannt, es wurden keine Fehler gefunden. Prima, und ich kann das auch nochmal hier optimieren, was auch immer bei einer SSD da passiert. Dann nehme ich Laufwerk C hier oben, klick auf Optimieren und da sieht man 98% fertig. Und da passiert auch nicht besonders viel, aber wichtig ist an dieser Stelle natürlich auch, dass es keine Fehlermeldung gibt. Die nächste Möglichkeit, einen Datenträger zu überprüfen, ob er okay ist, das geht hier mit CheckDisk. Und da öffne ich eine Eingabeaufforderung, da tippe ich hier oben CMD ein, kriege hier Eingabeaufforderung und die starte ich dann hier als Administrator. Da kann ich eintippen CheckDisk C und dann wird das Laufwerk erstmal gescannt. Und hier gibt es noch den Parameter F und den kann ich auch angeben. Dann wird Windows aber in meisten Fällen neu gestartet und fertig. Und da sieht man auch direkt dann das Ergebnis. Einmal den Datenträger, die Größe, dann die Anzahl der Dateien. Und hier ganz wichtig, 0 Kilobyte in fehlerhaften Sektoren. Das ist ganz besonders wichtig. Und hier steht auch nicht, dass er irgendwas repariert hat oder dass irgendwas fehlt, nicht gelesen werden kann. Also dieser Datenträger, der ist okay. Wenn ihr Probleme habt hier an dieser Stelle, dann könnt ihr hier unten nochmal CheckDisk C-F eintippen und dann möchte Windows aber diese Überprüfung erst machen, wenn es neu gestartet wird. Braucht man eigentlich nicht, wenn hier oben keine Fehler gefunden werden. Und wenn ihr hier Ja eintippt, also das J und Windows neu startet, dann wird der Datenträger, das Laufwerk C neu gescannt und repariert. Und hier an der Stelle brauche ich das nicht, da tippe ich hier N ein. Ein weiteres Tool, mit dem man überprüfen kann, ob das Windows richtig installiert ist und keine Dateien defekt sind, das ist der System File Checker von Microsoft Windows 10 oder Windows 11. SFC heißt der. Dann 1 frei, dann Schrägstrich Scan Now. Das kann ich hier so eintippen und dann wird Windows gecheckt. Die Dateien werden überprüft, ob irgendwelche Systemdateien kaputt sind oder ob die fehlen. Und fertig, das Ganze hat jetzt hier so 4-5 Minuten gedauert. Interessant, auch hier der Windows Ressourcenschutz hat beschädigte Dateien gefunden und erfolgreich repariert. Und hier bei diesem Windows 11 hatte ich vorher gar keine Probleme gehabt und tatsächlich, da waren irgendwelche Dateien defekt. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die SSD selber, der Datenspeicher, der da drin ist, einfach nur super langsam ist. Also wenn ihr euch ein neues Notebook gekauft habt und das ist nicht so schnell wie gedacht, muss man immer bedenken, man kriegt natürlich auch das, was man dafür ausgibt. Also in einem 300-Euro-Notebook, in einem 400-Euro-Notebook ist meistens auch ein anderer Flash-Speicher drin als in einem 1000-Euro- oder 1500-Euro-Notebook. Und wenn man natürlich weiß, okay, ich habe einen älteren Rechner und da ist die SSD schon 10 Jahre alt, dann lohnt sich mit Sicherheit der Austausch und die Geschwindigkeit, die kann man auch ganz leicht selber bestimmen. Das geht dann mit diesem Befehl, der heißt WinSAT und den gibt es bei Windows 10, den gibt es bei Windows 11 und den gab es auch schon bei früheren Versionen. Da kann ich hier durch dieses Microsoft-Tool die Geschwindigkeit der eingebauten SSD oder eben der eingebauten Festplatte, also Laufwerk C, prüfen und vergleichen mit anderen. Und da tippe ich einfach Eingabe und das geht hier super schnell. Also hier ist eine NVMe-SSD drin, da kriege ich eben hier diese Werte überall, 0 Sekunden sozusagen und Random Read hier 262,43 Megabyte pro Sekunde. Mit diesen WinSAT-Befehlen kann man seinen PC testen und da kann man auch zum Beispiel USB-Sticks testen, zum Beispiel bei diesem Artikel, da wird das ganz genau erklärt, da wird das erklärt, wie das funktioniert, was man da eingeben muss. Den Link findet ihr unten in der YouTube-Beschreibung und auch in den Kommentaren und da sieht man eben hier, wie man sein Laufwerk prüfen kann und was da für Ergebnisse rauskommen können. 262,43 Megabyte pro Sekunde, das ist schon ziemlich schnell und ich zeige mal, was das hier für ein PC ist. Das hier ist ein AMD Ryzen 5 3400G 16 GB RAM und das könnt ihr mit eurem dann einfach mal vergleichen. Das Laufwerk selber, das ja eine SSD ist, das ist eine Zendisk SD8S NAT-256G-1006 und das ist noch nicht mal so die schnellste, die es gibt.
und vergleicht es einfach mal mit euren Ergebnissen. Ihr könnt das auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, welche Werte bei euch da rausgekommen sind mit anderen Laufwerken, idealerweise natürlich logischerweise eigentlich SSDs. Dieses Tool WinSAT, das habe ich auch in der Eingabeaufforderung gestartet, wie man sieht. Und auch diese Eingabeaufforderung, die ist hier oben als Administrator gestartet. Ein Grund, warum Windows 10 oder Windows 11 auch langsam sein kann auf neuen, genauso wie auf alten Notebooks oder PCs, das ist eben der WinSXS-Ordner und der ist eigentlich wirklich sehr entscheidend. Da habe ich hier Laufwerk C jetzt mal geöffnet, da habe ich den Ordner Windows, ganz klar, ganz einfach. Wenn man nach unten scrollt, so einer der letzten Ordner hier ist der Ordner WinSXS und da klicke ich mal drauf, klicke hier auf Eigenschaften. Und da sieht man jetzt die Größe von diesem Ordner und dieser Ordner ist meist mehrere Gigabyte groß. Gerne mal hier so 8, 9, 10, 11, 12 Gigabyte und da sind jede Menge Systemdateien drin. Da sind auch teilweise Backups drin von Treibern oder irgendwelchen DLLs und die können natürlich, je nachdem wie groß dieser Ordner ist, das System ganz schön langsam machen. Hier bei dieser Windows 11 Installation ist der Ordner WinSXS 9,21 GB groß, belegt aber auf dem Datenträger nur 5,4 GB. Das hat was mit den sogenannten harten Links zu tun, hat aber trotzdem 86.310 Dateien und so ein Ordner will verwaltet werden durch Windows und das kostet natürlich auch immer Rechenzeit. Dieser Ordner WinSXS, den kann man verkleinern, auch mit einem Tool von Microsoft, das ist direkt bei Windows dabei, das ist das sogenannte DISM-Tool. Und da gibt es dieses Video zu, den YouTube-Video-Link, den blende ich hier oben mal ein, könnt ihr draufklicken, könnt euch anschauen, wie das geht. Das kann man mit diesem DISM-Befehl machen und einige User haben in die Kommentare zu diesem Video geschrieben, dass sie ihren Ordner teilweise um 5 GB verkleinert haben und so ein System wird dadurch auch ganz schön schneller. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann bleibt dran. Gleich gibt es noch viel mehr Tipps. Ihr könnt dem Video einfach einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Ein Grund, warum euer Notebook auch gerade bei neu gekauften Notebooks so langsam sein kann, das ist die Energiesparverwaltung. Und da tippt man bei Windows 10 und bei Windows 11 einfach hier Energie ein. Kriegt hier dieses Symbol angezeigt, dieses Icon Energiesparplan auswählen. Und da klicke ich hier drauf und das Ganze sieht schon so ein bisschen nach Windows 7 aus hier. Das ist so ein Menü aus vorherigen Windows-Versionen, ist aber wirklich äußerst wichtig. Da sieht man hier schon Energiesparpläne, ausbalanciert Energiesparmodus. Und Sparplan heißt nicht, dass man da zwangsläufig Energie spart, sondern das heißt natürlich auch, dass die Leistung vom Prozessor oder von den Komponenten hier einfach reduziert wird und der Rechner langsamer wird. Wenn ihr diese Optionen hier aufgerufen habt und bei euch ist der Energiesparmodus aktiviert, was gerne bei Notebooks der Fall ist, dann wird euer Gerät auf jeden Fall schon mal langsamer und der Stromverbrauch, der geht eben immer auf Kosten der Geschwindigkeit. Klickt man hier oben drauf und klickt hier auf Energiesparplaneinstellungen ändern, was ein langes Wort. Und hier gibt es Bildschirm ausschalten, Energiesparmodus nach in Minuten. Und das ist aber gar nicht mal so der Punkt, um den es hier geht, sondern das ist eben diese Zeile hier, erweiterte Energieeinstellungen ändern. Da klicke ich mal drauf und da kriege ich ein ganz entscheidendes Fenster angezeigt. Und hier in diesem Fenster, da kann man zum Beispiel auch die Prozessorleistung einstellen. Da hat man hier unten in meinem Fall AMD-Grafik und das kann bei euch natürlich auch Nvidia sein, dann Multimedia-Einstellungen, Bildschirm, Prozessor, Energieverwaltung. Das ist eigentlich der Punkt, der den Rechner langsam oder schnell machen kann. Und da klicke ich hier mal die Pluszeichen an und hier kriege ich ja angezeigt, minimaler Leistungszustand des Prozessors 5%, maximaler 100%. Das heißt, dieser Rechner, den ich hier habe, der ist immer maximal die maximale Geschwindigkeit schnell, die der Prozessor auch kann. Und hier kann durchaus bei euch was anderes stehen. Also ich kann meinen Rechner hier super langsam machen. Da kann ich hier zum Beispiel einfach mal hier 20% eingeben und klicke hier auf Übernehmen. Und dann ist mein Rechner nur noch ein Fünftel so schnell, wie er vorher war. Jetzt ist er also nur noch 20% so schnell, der Prozessor. Und ich starte hier oben mal CPU-Z. Und mit diesem Programm, mit CPU-Z, kann ich natürlich auch einen Benchmark laufen lassen zu eben diesem Prozessor und kann eben diesen Effekt direkt mal zeigen und kann das ausprobieren. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und hier oben bei CPU-Z gibt es eben den Punkt Bench. Da klicke ich mal drauf. Jetzt habe ich hier also 20% nur der Prozessorgeschwindigkeit. Klicke ich hier auf Bench CPU und da sieht man einmal hier oben Multithread. Und mal gucken, was da rauskommt.
Da ist es natürlich schon mal, man merkt es vielleicht auch so ein bisschen jetzt schon super langsam für so ein AMD Ryzen 5 3400G. Hier oben passiert auch nicht viel. Und fertig, da habe ich hier oben den Wert 150 und den Wert 819. Und schneller ist natürlich immer ein größerer Wert. Und ich gehe jetzt hier runter, mache hier 100%, klicke hier auf Übernehmen. Okay, jetzt kann man sich diese Werte nochmal merken. 150, 819, klicke ich drauf. Eigentlich braucht man sich die Werte gar nicht merken. Man sieht direkt, er ist natürlich viel schneller, fünfmal so schnell ungefähr. Und da habe ich jetzt hier schon 2411 hier oben, 450, 451, 53. Also da diese Einstellung, die man hier sieht, die wirkt sich wirklich aktiv auf den Rechner aus. Es hat mit Energiesparen im Sinn von, der schaltet sich irgendwann ab, gar nichts zu tun. Hier auf jeden Fall kontrollieren, weil Notebook-Hersteller, wenn die neues Notebook ausliefern, da steht auch gerne mal 80%, weil das erhöht natürlich die Lebensdauer von dem Akku. Das hier, das bleibt natürlich auf 100% und da klicke ich hier auf OK. Das kann ich auch mal schließen. Was kann sein, wenn der Rechner noch so langsam ist, dass vielleicht irgendwas mit der Grafikkarte nicht stimmt? Und da gibt es ein ganz einfaches Tool. Das ist das DX-Diag-Tool. Und so sieht das aus. Das muss man hier rüber starten, das muss man hier eintippen. Da klicke ich hier mal drauf. Und da kann ich eben die Grafikkarte mit testen, in einem gewissen Rahmen natürlich. Auf jeden Fall überprüft Windows hier die korrekte Funktion, eben der Treiber, die eben zur Grafikkarte passen. Bei diesem DirectX-Diagnoseprogramm kriege ich hier schon mal die Grundwerte dann wieder angezeigt. Einmal Prozessor, Speicher, dann DirectX-Version. Und da klicke ich hier auf Anzeige 1. Hier sind ja drei Monitore angeschlossen, drei Anzeigen, deswegen 1, 2 und 3. Und hier steht dann schon keine Probleme gefunden. Und insofern scheint das alles schon mal okay zu sein. Also wenn hier Probleme angezeigt werden, dann sollte man die entsprechend beheben. Mindestens mal neue Treiber installieren oder im schlechtesten Fall ist auch die Grafikkarte hier an dieser Stelle defekt. Auch gut möglich eben, dass eben für die Grafikkarte oder für andere Komponenten alte oder nicht zutreffende Treiber installiert wurden. Vielleicht kaputte Treiber, vielleicht eben auch Treiber, die für eine andere Hardware geschrieben wurden. Wenn man ein neues Notebook hat, kann das durchaus sein. Und da gibt es von Microsoft noch ein Tool, das nennt sich hier Signature Verify. Und das ist hier SIGVERIF, heißt das. Das muss man hier eintippen, klickt man an. Und da kann ich jetzt eben Treiber oder Systemdateien prüfen, ob die digital signiert sind. Kann natürlich auch sein, dass da sich irgendein Treiber eingeschmuggelt hat, der nicht digital signiert ist und der Probleme bereitet. Da kann ich ganz einfach hier über dieses Fenster unten auf Starten klicken und dann werden die Gerätetreiber überprüft, ob Microsoft die signiert hat, ob die von Microsoft geprüft wurden oder ob das irgendwelche alten Treiber sind, veraltete Treiber oder korrumpierte Treiber oder defekte Treiber. Und das hier funktioniert ganz gut. Hier sollten keine Probleme vorhanden sein mit den Treibern. Hier ist alles okay. Die Dateien wurden überprüft und deren digitale Signatur bestätigt. Das heißt, alle Treiber, die wurden von Microsoft geprüft, getestet. Und es kann natürlich immer mal sein, dass man irgendwelche Treiber runtergeladen hat aus einer unautorisierten Quelle oder dass das irgendwelche Treiber sind, die auch Malware enthalten oder defekt sind. Und das kann man hiermit eigentlich ausschließen. Diesen Befehl, den findet ihr auch hier in diesem Video. Den Link findet ihr einmal hier in den Infokarten und unten in der YouTube-Videobeschreibung. Was natürlich auch sein kann, dass das RAM defekt ist, also die Speicherbausteine defekt sind. Und das kann natürlich beim neuen Notebook, beim neuen Laptop genauso sein wie eben bei einem alten Gerät. Und da gibt es hier die Windows-Speicherdiagnose. Die kann man auch nur so starten, wie man die hier sieht. Oder man startet die direkt über den Ordner. Und da tippt man an MD-SHED und das ist die Windows-Speicherdiagnose. Klicke ich hier an und da kriegt man hier dieses Fenster angezeigt. Speicherprobleme können auf dem Computer zu Datenverlust führen, beziehungsweise dazu, dass der Computer nicht mehr richtig funktioniert oder eben, dass er auch langsamer ist. Und da kann man jetzt hier sich diese beiden Optionen auswählen, um den Speicher zu prüfen. Hier wären das ja dann 16 GB RAM. Den Computer jetzt neu starten und nach Problemen suchen oder eben beim nächsten Start das einfach machen. Und das dauert aber immer ein bisschen länger. Das kann hier durchaus auch eine Stunde dauern. So sieht das dann aus, wenn man seinen Rechner neu startet, dann wird der Arbeitsspeicher getestet, dann hat man hier so einen blauen Bildschirm hier mit der Schrift drauf und da testet er den Speicher hier jetzt 5% abgeschlossen und wenn da Probleme vorliegen mit dem Arbeitsspeicher, also mit der Hardware, dann wird es hier angezeigt und ja, wenn man ein neues Gerät hat, dann ab in die Garantie damit, entweder umtauschen oder eben reparieren lassen.
Was ist jetzt, wenn das neue Notebook oder der neue PC oder die alten Geräte trotzdem nicht richtig funktionieren, immer noch langsam sind? Dann kann man eben Windows zurücksetzen, Windows 10 und Windows 11. Und gerade bei neuen Geräten ist es halt leider so, dass die Hersteller eben auch vor allem bei Notebooks sehr viel Bloatware drauf machen und die kriegt man teilweise wirklich ganz schlecht und ganz schwer wieder weg. Und da kann ich hier den PC auch zurücksetzen, ohne dass ich USB-Stick erstellen muss. Da tippt man hier in die Suche zurück ein, kriegt hier diese Option, diesen PC zurücksetzen. Da klicke ich hier drauf und man muss eben wirklich sehen, dass man da eigene Daten verlieren kann, wahrscheinlich auch verlieren wird, je nachdem, was ihr natürlich auch drauf habt. Da gibt es bei den Wiederherstellungsoptionen hier diesen PC zurücksetzen und da klicke ich hier einfach drauf. Das ist eben dieser Knopf hier auf der rechten Seite. Und da habe ich hier die Option, ist direkt mal ein blauer Bildschirm, weil da ist eben einiges dann weg. Da kann ich entweder die eigenen Dateien beibehalten, entfernt Apps und Einstellungen, behält persönliche Dateien jedoch bei, oder alles entfernen, dann ist scheinbar alles weg. Man weiß natürlich zum Beispiel bei neuen Notebooks oder bei neuen Geräten nicht, wie viel Bloatware dann noch da ist. Der andere Nachteil ist, dass man auch eventuell Treiber neu installieren muss. Ich klicke hier bei diesem erstmal auf Abbrechen. Wer wissen möchte, wie das genau funktioniert, wer das machen möchte, wer keine andere Chance da sieht, der kann hier einfach dieses Video sich mal angucken. Und YouTube-Video-Link blende ich hier oben mal ein. Windows 11 komplett zurücksetzen. Geht prinzipiell mit Windows 10 genauso. Schaut es euch einfach mal an. Ansonsten gibt es da noch jede Menge andere Videos hier auf der rechten Seite. Man muss ja immer unterscheiden, ob man Probleme mit dem PC hat im Sinn, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder dass er langsam ist, wenn man hier Probleme hat. Da gibt es eben hier die Möglichkeit, diese Probleme zu beheben, ohne den PC zurückzusetzen. Zumindest verspricht Microsoft das. Und das ist auch hier oben in dem Punkt System Wiederherstellung. Und da klicke ich mal drauf, mal gucken, was hier passiert. Da habe ich hier oben den Punkt Übermitteln Sie optionale Diagnosedaten. Klicke ich mal drauf. Und hier kann man eben nur diese Daten übermitteln. Nö, das repariert aber erstmal nichts. Dann habe ich hier Einstellungen der empfohlenen Problembehandlung. Ja, vor dem Ausführen fragen. Okay, nee, das kann ich auch nur hier auswählen. Dann hier Verlauf. Mal gucken, auf dem Gerät wurden keine empfohlenen Problembehandlungen ausgeführt. Nö, die suche ich ja auch immer noch hier. Und dann hier unten gibt es andere Problembehandlungen. Und da habe ich hier Drucker-Internetverbindung, Wiedergeben von Audiodateien. Das sind so die klassischen Fehler. Oder eben Windows Update, freigegebene Ordner. Ja, mit langsam ist aber hier nichts dabei. Also das kommt vielleicht noch von Microsoft, wäre mal eine ganz gute Idee. Und da habe ich hier Windows Update. Da klicke ich mal drauf und da kriege ich diese kleinen Helferlein eingeblendet. Kennt man ja auch schon von Windows 7, Windows 8. Fixit nannten die sich dann teilweise. Und hier sind da einige eingebaut. Das Design sieht auch so ein bisschen Windows 8 mäßig aus. Und hier gibt es ja keine Probleme bei Windows Update. Mal gucken, was da gleich rauskommt. Probleme werden ermittelt. Und da hat es auch hier ein Problem gefunden. Nach Windows Update Problem suchen. Nö, wurde ihr Problem behoben. Auch so, ja, nicht besonders informativ hier. Ja gut, ich sag mal ja, Problembehandlung schließen. Ich hatte ja kein Problem mit dem Update. Und da bin ich hier wieder gelandet. Also der Punkt, der hilft nicht wirklich. Wenn ihr noch Probleme habt mit Windows 10 oder Windows 11, besucht mal die Seite tooltime.de. Die sieht man hier. Und Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung, auch in den Kommentaren. Und da kann man hier in dieses Feld eben sein Problem eintippen. Da kann man hier zum Beispiel langsam eintippen und kann dann die entsprechenden Artikel sich anzeigen lassen, was man da eben machen kann. Alternativ einfach mal hier auf der Seite tooltime.de geschaut, auf der YouTube-Seite. Da gibt es hier oben dann Videos, Playlists, Community, Kanäle, Kanalinfo und dann gibt es hier die Lupe und da kann ich zum Beispiel eintippen, langsamer oder schneller, je nachdem. Und da gibt es jede Menge Videos zu dem Thema und das ist dann hier super einfach und da kriegt man alle Videos angezeigt auf dem Kanal, wie man seinen Rechner schneller bekommt. Wenn ihr noch Probleme habt mit Windows 10 oder Windows 11, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder irgendwelche Tipps noch habt, wie man Windows 10 oder Windows 11 schneller bekommt, schreibt es auch einfach in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung nach weiteren Videos zu dem Thema.
Besucht doch mal die Seite Tooltampedia, das ist diese hier. Tooltampedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten, 30 Jahre IT-Geschichte mit Hardware und Software. Da findet ihr alte und neue Mainboards, da gibt es Prozessoren, da gibt es Laufwerke, da gibt es Festplatten, da gibt es Joysticks, da findet ihr Scanner und jede Menge andere Sachen, was sie damals konnten und was die damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.